Herzlich willkommen, Freunde. Es geht weiter mit Pokémon Battle Revolution. Und wir haben einen Gegner mit Impegator, Kapadores, Tauboss, Azumarill, Lapras und Georok. Ich würde sagen, es ist ein Durchspielteam, denn es fehlen relativ die Items und er hat einen Georok oder sie hat einen Georok dabei. Und sehr anfällig gegen Pflanzen-Pokémon auf jeden Fall. Und deswegen werde ich beide Pflanzen-Pokémon auch mitnehmen. Und für den anderen würde ich jetzt einfach so machen. Einfach so. Eigentlich ist Glurak sogar die ideale Wahl. In gewissermaßen. Denn er hat noch eine Kraftreserve von Typ Pflanze. Und kann damit eigentlich relativ gut punkten. Ich tendiere sowieso, wie gesagt, dass es ein Durchspielteam ist und dass wir damit eher wenig Probleme kriegen werden. Kabalores, okay. Das tun wir erstmal mit Toxin belasten. Bepflanzen kann es uns ja nicht, soweit ich weiß. Pflanzen-Pokémon können selber nicht bepflanzt werden. Mugelieb. Geht. Okay, jetzt aber. Wie gesagt, ich bin mal gespannt, ob der jetzt mit Eisstrahl kommt. Weil Kavaloras als Angreifer spielt. Als. Auf jeden Fall ist es langsam. Naja, mal vergiften wir es mal. Are you seriously? What the fuck? Naja, dann soll es eben Party machen. Ich werde einfach mal angreifen. Oh, verdammt, Eisenschweif. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass das ja auch resistent ist und dass Pflanzenattacken effektiver wären. Oh, ich habe gerade echt nur an den Typ Pflanze gedacht. Habe voll den Typ Wasser vergessen. Aber okay. Dance du nur ab. Viel Spaß dabei. Machen wir eben Samenbomben. Und Bombardement! Okay, ich glaube, das war's. Das Gift wird das jetzt ausnocken. Ciao, ciao. Das war wohl nicht dein Beat. Bin schon mal gespannt, was jetzt kommt. Und. Lapras. Sind wir vom Typ her im Vor- und im Nachteil? Gegen den Wassertyp sind wir im Vorteil, gegen den Eistyp im Nachteil. Mal gucken, wie es jetzt ausgehen wird. Und Sambomben! Bombs! Macht sehr gut Schaden. Gesang. Da das ein offener Kampf ist, bringt es auch nicht so viel zu wechseln. Na, mal gucken, was er macht. Body Slam. Also es bestätigt meine Vermutung immer mehr, dass das ein Durchspielteam ist. Gut, dann, sobald wir aufwachen, machen wir es kalt. Schlafen. Ja, jetzt kommt mal der Move, der auch mal richtig was powert hier. Meine Güte. Dankeschön. Ich hätte schon gedacht, ich krieg mal gar keinen Move ab, der hier Schaden macht. So, okay. Jetzt habe ich die Qual der Wahl. Spiele ich erst Glurak aus oder spiele ich erst Gewaltrohr aus? Gewaltrohr und Glurak können beide das erledigen. Aber ich nehme dich. So. Machen wir erstmal den Energieball zum Finishen.
Das war's für dich, Lapras. Und tschüss. Ciao, ciao. Gut, jetzt kommt das letzte Pokémon. Bin ich ja mal gespannt. Ich tendiere irgendwie zu Tauboss. Aber keine Ahnung warum. Nein, Impergator. Wow, ich hab mich geirrt. Egal. Ich mag zwar Impergator, aber als Gegner muss es weg. Zerfetzen es jetzt hier einfach. Mal gucken, ob wir das mit einem Schlag kaputt kriegen. So, schöner Blättersturm. Oh ja. Das war schön. Tschüss, Impergator. Gut, das war jetzt, so wie ich es mir gedacht habe, relativ einfach, weil Durchspielteams sind jetzt nicht unbedingt die Wucht für das Spiel. Aber wenn ein Pass rausrückt... Nein. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Kampf wieder. So, weiter geht's. Und wir haben wieder einen sehr schönen Gegner. Dadurch, dass wir am Anfang eben gerade einen Gegner hatten, der so, ja, Pi mal Daumen, ja, einfach nur Durchspielteam hatte, haben wir jetzt noch einen Ultra Pro mit einem... Oh, cool. Mir fällt gerade auf, hier. Sieht nach Shiny aus. Auch wenn man es jetzt von der Farbe her wenig schon erkennen kann. Ah, Latios, Mewtwo, Arceus, Psyana und Relaxo oder Arceus, Arceus, wie auch immer. So. Ich beginne direkt mit dir. Das ist schlimm. Ich bevorzuge jetzt mal... Ah, verdammt, ich habe hier immer noch nicht die Attacke drin. Ja, trotzdem. Ich bevorzuge jetzt mal Defensiv- und Tempo-Pokémon. Bei Legendären kann man echt nicht viel machen, wenn man nicht das Tempo hat. Wenn einem die Gesamtstärke fehlt, sagen wir es mal so. Und er kommt leider mit einer Eröffnung, die ich persönlich blöd finde. Da wechsle ich jetzt aus. Ah, verdammt. Ja, das hat aber ziemlich lange gedauert, bis du zurückgerufen hast. Wollte es nochmal ein bisschen sich bewegen, ja? Kommt wahrscheinlich Laubkling oder so. Ja, klar. Boah, ne, auch noch ein... Boah, unverschämt, was ist das? Ganz schön unverschämt. Ah, toll. Damit wäre wohl eine Überraschung verdorben. Das war's wohl. Und wer kommt? Oh, Latios. Trollolol. Toll, toll, toll. Ja, ich greife trotzdem an. Das hat keinen Zweck, jetzt auszuwechseln. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht hoffen könnte, dass es verbrennt oder so. Naja, mach du nur deinen Gedanken gut. Ich greife einfach weiter an. So, noch ein Feuerschlag. Wenn ich dich verbrennen kann, dann habe ich sogar mein Ziel erreicht. Na, da kommt die Psychokinese und das war's. Okay. Und tschüss. Was kannst du denn? Nice Heap. Okay, das können wir doch ausnutzen. Ich möchte erstmal Latios versuchen zu verlangsamen und danach mit dem Ice Heap draufkloppen. Weil ich gehe von aus, dass er eventuell wechselt wieder. Nee, er wechselt nicht.
Ja, und meine... So ein Kack. Ich habe mit einem Wechsel gerechnet. Aber okay, er hat sich jetzt mit Latios geboostet. Ist klar, dass er eigentlich nicht wechseln sollte. Naja, egal. Machen wir eben mit Eifelbeeren eben noch den Erstschlag. Dass ihn vernichtet hätte. Verdammt! Das hätte ich jetzt echt bei dem nächsten gebrauchen können. Naja, naja. Unglücklich gelaufen. Haben wir im Wechsel gerechnet und... ja. Manchmal sollte ich nicht immer so viel den Gegner einschätzen. Also dann einfach auch mal draufhauen. Ja, Glaubklinge und das war's. Ja, ich bin wirklich... Ich würde gerne wissen, was sein letztes Pokémon ist. Wir das noch zu Gesicht bekommen? Ich werde es versuchen. So. Okay. Dann müssen wir wohl mit Drachenpuls agieren. Beziehungsweise als Finish-Move halt Blättersturm. Wow. Sauber. Dein Schwerttanz, glaube ich, ist... Kannst du jetzt sonst wohin stecken? Den Schaden, den du jetzt kassiert hast, der war enorm. Jetzt habe ich auch mal Glück. So. Jetzt schlag ich mal zurück. Glück im Unglück, kann man so sagen. Das Unglück war eben gerade, dass ich meinen Fehler gemacht habe. Und jetzt kommt das Glück zurück. Jetzt wird's spannend. Ist Gewaltrohr ein gutes Matchup für den nächsten oder nicht? Relaxor. Okay, Relaxor. Ich werde alles auf dich feuern, was ich habe. So, jetzt gibt's erstmal einen schönen Blättersturm. Zack! Rums. Ich weiß, dass du ein gutes Spezialdefensiv warst. Ja, Body Slam. Komm, hau mich in den roten Bereich. Dann mach ich dich fertig. Oder auch nicht. Verdammte Paralyse. Das wäre so schön jetzt. Wenn ich jetzt einen Erstschlag noch hinkriegen würde, wäre das Vieh vielleicht sogar übelst tot. Aber da ich Para bin, leider nicht. Das hätte ich echt gern gewusst, ob ich mit der Fähigkeit das jetzt noch niedergerobbt hätte. Hätte ich echt gern gewusst. Hm. Ich will deinen Trainerpass haben. Komm, gib mir deinen Trainerpass. Bitte. Ich will es nachprüfen. Sei so nett. Yes, sir! So, jetzt mach ich was, was ich vorher noch nie gemacht habe. Passt auf. So, da sind wir jetzt. Und jetzt mache ich das, was ich, wie gesagt, vorher noch nie gemacht habe. Also einmal Gewaltrohr. Yep. Und Relaxo. Ich will die Situation jetzt nochmal nachspielen. Und ich hoffe, dass es diesmal ohne Paralyse ist. Oder Relaxo und Move verfügt. Ich habe mir das Set ja noch nicht angeguckt. Was jetzt Paralyse umgeht. Was den Schaden umgeht, um irgendwie erstmal, ja, einfach das nachspielen zu können. Ich möchte die Situation jetzt nochmal haben. So, Blättersturm. Okay, du machst Body Slam. Zack. So. Das sinkt, wie gewohnt. Lädt sich auf, so hatten wir das eben gerade auch. Dann jetzt bitte ohne Paralyse. Jetzt da. Und jetzt können wir nämlich die Situation gerade mal nachspielen von eben. Jetzt bin ich jetzt echt mal gespannt, ob das ausreicht.
schöner Blättersturm mit Fähigkeit und allem. Jo. So. Das war eine kleine Demonstration, weil ich habe mir eigentlich... Das war eigentlich... Das wollte ich eigentlich nur wissen für mich. So. Gut, dann habt ihr das auch gesehen. Gewaltro hätte in einem anderen... in dem Verfahren den Kampf gewonnen. So, dann gucken wir uns noch den Pass an. So, ich unterbreche jetzt aber nett hier die Aufnahme dafür. Zack, Freundespass. So, da hängt der Pass noch vom letzten Mal. Den schmeiße ich eben mal raus. So. Und dann gucken wir uns hier mal den Pass an. Gut, da hätten wir einmal das Latios. Mhm. Gedankengut, Psychokinese, Traumpuls, Eisstrahl. Geht eigentlich. Was für ein Item trägt? Ah, Seelentau. Trägt Seelentau. Dadurch ist Latios ein Uber. Angemerkt nebenbei. Ah, ekelhaft Seelentau. 2017. Warum nicht? Naja, ist mir auch egal. Lush. Lush weiß ich nicht. Lush habe ich eine schlechte Erfahrung mit dem Wesen. Bisschen traurig für das Mewtwo. Naja. Gut. Astias. Froh. 300, 300, 300. Das ist so episch, das Vieh. Der Rotempo, Schwerttanz, Dunkelklaue, Erdbeben. Ich hätte echt ein Wesen gebraucht für einen Angriff, aber okay. Gut, gucken wir mal hier. Schlotkraut. Du kannst auch Blättersturm. Für was dann das Schlotkraut? Keine Ahnung. So, Psychokinese genannt, Angepelleusche, Staffette. Ah. Was für ein Item trägst du? Bist scheu? Lebenorb. Okay, den Boost weitergeben an Latios, könnte ich mir vorstellen. Und das Relaxo, was wir eben gerade schon im Einsatz gesehen haben. Wesen hart, geht auf den Angriff, Spezialverteidigung ist hoch, KP ist hoch, ja. Gut. Das wollte ich nur mal kurz durchgucken. Welches Land? Vereinigte Staaten. Okay, damit war's das für dieses Mal und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.